Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ausnahmsweise mal wieder einen Tag. Das habe ich Ewigkeiten nicht gemacht. Aber dieser Tag geht gerade so ganz frisch rum. Den hat Shari von Alles Allerlei aus dem Englischen ins Deutsche rübergebracht. Und ich finde die Fragen bzw. die Antworten, die dabei rauskommen, wirklich lustig. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch mal mitzumachen. Bzw. vielen Dank fürs Taggen, Shari. Bei diesem Tag geht es darum, immer zwei Figuren random zu ziehen. Ich habe mir im Vorfeld 30 Figuren aus Film, Fernsehen, Serien, Büchern und auch von anderswoher ausgesucht und auf Zettel geschrieben, in dieses kleine Gläschen getan, und ich ziehe jetzt für jede Frage zwei von diesen Zetteln bzw. zwei Personen und ich muss mich dann für eine von beiden entscheiden. Ich habe die Fragen auf meinem Handy vor mir, deswegen wundert euch nicht, wenn ich hier immer so hinglotze. Die erste Frage. Du hast nur noch einen Platz im Buchstabierwettbewerb-Team frei. Wer wird dein Team vervollständigen? Buchstabierwettbewerb, okay. Wollen wir mal sehen. Oh Gott, meine fette Hand kommt nicht in das Glas rein. Die erste Person ist Mrs. McCluskey aus Desperate Housewives. Und die zweite Person wäre Brienne von Game of Thrones. Okay, ich hatte natürlich gehofft, dass ich Brienne bei einer anderen Frage bekomme als bei dem Buchstabierwettbewerb. Aber wer von den beiden könnte das besser? Ich meine, Mrs. McCluskey ist ja schon ziemlich alt. Sie ist aber trotzdem ziemlich schlau und auch sehr scharfzüngig und frech. Brienne dagegen ist zwar extrem mutig und loyal, aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich für Mrs. McCluskey entscheiden, weil ich einfach glaube, die Frau, die macht so viele Kreuzworträtsel und ich glaube, die schreibt mehr als Brienne. Und deswegen, sorry, ich habe dich sehr lieb, Brienne, aber ich entscheide mich für Mrs. McCluskey. Die zweite Frage. Diese beiden Charaktere versuchen, dich zu töten. Welche tötest du zuerst, damit du beim zweiten eine bessere Überlebenschance hast? Die Frage finde ich mega kompliziert und irgendwie schwer zu beantworten. Also ich bin sehr gespannt. Auf der anderen Seite bin ich auch schon froh, dass Brienne raus ist, weil erstens würde ich sie nicht töten wollen und zweitens hätte ich, glaube ich, keine Chance gegen sie. Okay, die erste Figur, die mich umbringen will, ist Jennifer Lawrence. Ich will nicht von Jennifer Lawrence umgebracht werden und ich möchte sie auch nicht umbringen. Kann ich tauschen? Ist das deren Ernst? Das sind die beiden schlimmsten Personen, die ich für diese Frage hätte kriegen können. Finn aus My Mad Fat Diary. Das sind beides Personen, die ich abgöttisch liebe. Aber ich glaube, ich... Oh Mann, muss ich die unbedingt umbringen? Ich möchte gar nicht. Okay, wenn ich es müsste. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie in einem alternativen Universum beide nicht mag. Würde ich zuerst Finn umbringen, glaube ich, weil ich glaube, Jennifer Lawrence hat mehr Übung im Umbringen. Also ich würde zuerst Finn umbringen und dann Jennifer Lawrence, aber es würde mir nicht gefallen. Dritte Frage. Du bist der Bachelor. Die folgenden Charaktere sind die Finalisten. Wer bekommt von dir die letzte Rose? Da hätte ich jetzt zum Beispiel diese beiden gerne gehabt. I'm sorry. Okay. Wetten, jetzt kommt irgendein Scheiß. Wetten. Okay. Barb von Stranger Things. Okay, das ist in Ordnung. Ich mag Barb. Oder... Meine Hand ist zu fett. Jane Austen. Wer würde die letzte Rose kriegen? Das ist jetzt auch wieder schwer. Ich glaube, mit Jane Austen hätte man eine sehr, sehr spannende Beziehung. Aber Barb ist halt auch ein cooles Mädel. Ich glaube, ich würde Jane Austen wählen. Einfach, weil sie eine sehr, sehr interessante Person ist, mit der man bestimmt viel erleben kann. Sorry, Barb. Du bekommst leider heute keine Rose von mir. Ach, ist das schwierig. Das hätte ich mir nicht vorgestellt, dass das so schwierig wird. Okay. Fünfte Frage. Nee, Quatsch. Vierte Frage. Du würdest für die Hungerspiele ausgewählt. Welcher der beiden Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen? Jetzt hätte ich Brienne sehr gut gebrauchen können. Und ich merke, dass alle meine positiven, tollen Charaktere schon dezimiert wurden. Pichler von Bibi Blocksberg. Als ob der sich für mich melden würde. Das ist... Der ist sehr feige. Oder... Link von Zelda. Okay, nein, ich weiß. Link würde sich für mich melden. Er ist ein Kämpfer. Er ist ständig dabei, irgendwelche Mädels zu retten. Also, Link ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und ich hoffe natürlich, dass er gewinnt, damit er nicht
abgemetzelt wird. Du bist mit diesen beiden Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. Wen würdet ihr opfern, damit ihr ihn essen könnt? Das wird auch hart. Das ist echt ein fieser Tag. Cuddy von Cold Mirror ist mit mir auf einer einsamen Insel. Also die werde ich garantiert nicht umbringen, weil ich glaube, mit Cuddy kann man einfach eine Menge Spaß haben. Okay, ich werde dich umbringen. Monika von Friends. Oh Mann, die mag ich so gerne. Ja, okay. Wir bringen Monika um. Auf der anderen Seite kann Monika echt gut kochen. Sie ist ja Köchin in der Serie. Und dann könnten wir eigentlich ein echt nices Mahl zaubern aus Cuddy. Aber ich glaube, ich entscheide mich trotzdem für Monika. Monika, du wirst leider gegessen. Nächste Frage. Sechstens, du bist der neue Comic-Held von DC oder Marvel. Wer ist dein Sidekick? Okay. Oh Mann, ey, dieser Tag ist echt der Hammer. Ich erreiche immer zu viele. Lavender Brown von Harry Potter. Ich muss ja sagen, ich hasse Lavender, ne? Sie ist echt eine nervige Person. Also die möchte ich eigentlich nicht immer dabei haben. Oder Fuchur von Die Unendliche Geschichte. Ja, okay, hab mich schon entschieden. Fuchur wird auf jeden Fall mein Sidekick. Ich meine, er kann fliegen. Er ist ein Glücksdrache, was will man mehr? Also garantiert Fuchur. Siebtens, du bist der Manager eines weltweiten Superkonzerns. Wer wird gefeuert, weil seine Kommunikationsskills zu mangelhaft sind? Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Werfe ich eigentlich was auf den Boden? Nein. Okay. Entweder Lynette von Desperate Housewives, also sie ist ja wirklich eine Businesswoman durch und durch, gleichzeitig eine Familienfrau. Ich glaube, die hat sehr gute Kommunikationsskills. Ja, okay. Ramsay Bolton. Ich glaube, Ramsay Bolton ist als Leiter irgendeiner Firma auf der Welt ungeeignet. Denn er würde ja immer direkt die Leute häuten, wenn sie ihm nicht gefallen. Also Ramsay, leider wirst du gefeuert. Es tut mir sehr leid. Achtens, du hast ein Buch beendet, in dem dein Lieblingscharakter stirbt. Mit welcher Person tröstest du dich? Oh Mann, die Guten sind ja alle schon weg. Jennifer Lawrence ist weg, Finn ist weg, Link ist weg. Okay, mit Maron Kusakabe aus Gianni Kamikaze Liebe. Oder ich tröste mich wohl mit Maron Kusakabe, denn ich möchte Aragog nicht begegnen. Es tut mir sehr leid, aber das fällt für mich raus. Schulzeit, neuntens. Wer wäre eher ein Teil der Stars der Schule? Naja, jetzt wo Aragog weg ist, kann ja nicht mehr so viel passieren, ne? Kath aus Fangirl. Naja, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Sie ist ja ziemlich schüchtern und bleibt lieber im Hintergrund. Das passt nicht so zu ihr dann. Oder Valency aus Schloss in den Wolken. Krass, das sind beides echt richtig schüchterne und liebe, freundliche Charaktere. Ich glaube aber tatsächlich, dass Valency zur beliebten Clique gehören würde. Aber wirklich zur beliebten Clique, also zu den wirklich netten Leuten. Nicht nur zu denen, die toll aussehen und irgendwie reich sind oder so. Ich entscheide mich also für Valency aus Das Schloss in den Wolken, was ja eins meiner Lieblingsbücher ist, nur mal so nebenbei erzählt. Ich liebe es. So, nächste Frage. Zehntens, es ist dein Geburtstag! Welcher der folgenden zwei würde am ehesten vergessen, dir zu gratulieren? Na, bin ich mal gespannt. Also, entweder vergisst es Rory Gilmore. Ich glaube nicht, dass Rory meinen Geburtstag vergessen würde. Sie hat doch bestimmt alles notiert und in ihrem Handy eingespeichert und sonst was. Oder Cameron Tucker Pritchett aus Modern Family. Ja, das ist ein ziemlich eindeutiger Fall, würde ich sagen. Ich glaube, dass Cameron meinen Geburtstag eher vergessen würde als die hochorganisierte Rory Gilmore. Zwölftens, Pyjama Party. Nee, elftens. Oh Mann, ey, ich bin so dumm. Elftens, du hast einen neuen aufstrebenden Booktuber gefunden. Wer von diesen beiden wäre es? Ja, und ich weiß ja, wen ich da noch drin habe und das wäre sehr witzig, wenn der jetzt rankommen würde. Werther. Ja, ich glaube nicht, dass Werther einen guten Booktuber abgeben würde. Er würde ja die ganze Zeit nur weinen und traurige Gedichte vorlesen wahrscheinlich. Ja, die zweite Person ist Abilene aus The Help.
Also da ist auch ziemlich klar, dass Abilene das Rennen gewinnt. Ich glaube, dass Abilene extrem viel zu erzählen hätte und auch sehr, sehr viel liest und darüber gerne reden würde. Deswegen hätte sie, glaube ich, einen richtig interessanten Booktube-Channel. Sollten wir ihr mal vorschlagen. Nächste Frage. Jetzt vergesse ich schon, die Fragen vorzulesen. 12. Pyjama-Party. Leider kannst du nur einen der beiden Charaktere einladen. Wer ist es? Das wird weniger, ne? Entweder ich lade Veronica Mars ein, meine Namensgeberin für diesen Kanal. Oder ich lade ein Logan Hansburger. Verdammte Axt, die mag ich beide mega gerne. Eine Pyjama-Party. Also ich glaube, meine Wahl würde auf Logan Hansburger fallen. Er ist ja so ein Partylöwe. Ich glaube, er würde was ganz Cooles organisieren. Oder, naja, ist ja meine Party. Aber vielleicht würde er seine Freunde von der Life and Death Brigade mitbringen. Das wäre doch ziemlich cool. Also ich entscheide mich schweren Herzens für Logan. Aber Veronica hätte ich natürlich auch gerne dabei. Vielleicht kann sie sich einschmuggeln. Sie ist ja Detektivin. Also wird das wohl kein Problem für sie sein, dass ich sie beide einlade. Okay, 13. Zack, du bist schwanger. Wer ist der Vater? Das wird jetzt komisch, glaube ich. Es sind noch echt wenige Fragen übrig, wenige Antwortmöglichkeiten übrig. Entweder der Lego-Batman. Das will ich nicht. Aber es gibt noch einen schlimmeren, eine schlimmere Person. Oh, okay. Das wäre zwar echt strange, aber Joey von Friends wäre definitiv der Vater. Ich mag Joey mega gerne. Er ist zwar echt tollpatschig und vergesslich und manchmal ein bisschen schwer vom Begriff, aber er ist einfach ein mega netter Kerl und deswegen freue ich mich über ein Kind von Joey. Ja, so. Letzte Frage oder vorletzte Frage. 14. Du hast gerade eine wichtige Nachricht verschickt. Welche der beiden Personen liest sie, aber antwortet nicht drauf? Ich hasse es. Vor allem, wenn es eine wichtige Nachricht ist. Okay. Peter Shaw von den 3 Fragezeichen. Also das passt natürlich echt gut zu ihm, dass er es vercheckt, auf eine Nachricht zu antworten. Oder meine Katze Maggie. Da Maggie kein Handy hat, würde ich natürlich sagen, sie wäre das. Da sie aber allgemein eine sehr aufmerksame Person ist. Ne, Max? Maggie, bist du aufmerksam? Sie ist sehr aufmerksam. Muss ich, glaube ich, Peter Shaw wählen, weil er einfach so verplant ist. Ja. Okay, ich weiß ja, was jetzt noch hier drin ist und das ist beides echt strange. Das ist beides strange. Es ist Frühstückszeit. Wer steht in der Küche und macht dir Frühstück? Das eine wäre extrem cool, wenn das passieren würde und das andere wäre eher erschreckend, wenn das gehen würde. Und zwar Sauron aus Herr der Ringe oder meine Katze Murphy. Ja, wer würde mir eher Frühstück machen? Lass uns mal überlegen. Meine ein bisschen übergewichtige Katze, die nicht vor mir aufsteht, oder das Böse in Person, beziehungsweise in Nicht-Person. Ich glaube eher noch Murphy als Sauron, aber wer weiß. Vielleicht steht Sauron ja vor mir auf, um mir Frühstück zu machen. Das würde mich doch freuen. Vielleicht kann er das ja auch irgendwie mit telepathischen Fähigkeiten hinkriegen. Er könnte das Ei in der Bratpfanne ja mit seinem feurigen Auge rösten. Das war der Tag und raus bist du, den Shari aus dem Englischen übersetzt hat. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, Personen rauszusuchen, die jeder ein bisschen kennt. Und die auch differenziert genug sind. Und ja, es sind wirklich lustige Antworten dabei rumgekommen. Falls ihr den Tag auch machen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr das tut. Ansonsten tagge ich 2 Personen. Und zwar Biene von Bienes Bücher und Mona von Bücherwunder. Dann tagge ich Mona von Bücherwunder. Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!